Freitag, den 29. bis zum Sonntag, den 31. August, wurde in der Marktgemeinde Götzis gefeiert. Grund dafür, nach zweijähriger Bauzeit durfte die Götzner Feuerwehr endlich ihr lang ersehntes Feuerwehrhaus eröffnen. Mit dabei bei diesem Anlass waren zahlreiche Gäste aus ganz Vorarlberg. Besondere Grußworte von den geladenen Gästen und Danksagungen an die am Projekt beteiligten Personen folgten nach der amüsanten Rede von Dekan Toni Oberhauser. Die ganze Veranstaltung wurde von der Bürger- und Gemeindemusik der Marktgemeinde Götzis begleitet. Nach den letzten Worten durch Eugen Böckle, dem Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Götzis, konnte das Haus mit seinem Ehrensalut und der Schlüsselübergabe eröffnet werden. Ich glaube, da können alle einen Stolz darauf haben. Wir stehen jetzt da genau vor dem Feuerwehrhaus, über 6 Millionen Euro Investition. Ein großer Teil von der Gemeinde, muss man herzlich Danke sagen. Es hat 20 Jahre gedauert bei der Feuerwehr, bis sie jetzt zu diesem Haus gekommen ist. Und ein Teil, wo das Land natürlich auch beiträgt. Das heißt, wir garantieren die Sicherheit in der Gemeinde, aber auch im Bezirk, aber natürlich auch landesweit. Und stehen auch zu den Ortsfeuerwehren und die Struktur, das Ehrenamt dahinter, die enorme Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Wenn man die Sicherheit wirklich gewährleisten will, dann muss man einfach investieren. Die Möglichkeiten haben wir und die werden auch genützt. Ich glaube, dass es einfach richtig war, das zu machen. Hat ohnehin sehr lange gedauert. Aber jetzt hat die Feuerwehr eine gute Infrastruktur, eine gute Möglichkeit, große Garagen, ordentliche Autos. Es sind über 100 Feuerwehrleute, es sind 10 allein auch Jugendliche dabei. Die sind einfach gut aufgestellt. Und wenn es schwierig wird und auch Einsätze notwendig sind, die Sicherheit in Gefahr ist, dann wissen wir sind in guten Händen. Für die Marktgemeinde Götzis war dieser Tag ein ganz besonderer. Jahrelang wurde versucht, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der Götzner Feuerwehr umzusetzen. Ja gut, das neue Feuerwehrhaus ist natürlich ein fast epochales Projekt. Das ist sehr wichtig für die Gemeinde, für die Sicherheit, für die Menschen, die hier wohnen und leben. Und es ist ein spezielles Projekt. Es hat eine lange Vorgeschichte und wir haben uns sehr bemüht, ein sehr, sehr gutes Projekt zu machen. Die Feuerwehr hat sich auch stark eingebracht, damit auch wirklich die Funktionen alle passen. Und heute dürfen wir es eröffnen. Es ist eine große Freude. Nach der Eröffnungszeremonie startete der Rundgang im Feuerwehrhaus. Alle Räumlichkeiten standen offen und konnten besichtigt werden. Seitens des Bezirksfeuerwehrinspektorats freut man sich, dass in der Region nun alle Feuerwehren auf dem neuesten Stand sind. Ja, das ist im Bezirk Feldkirch eigentlich das letzte neue Feuerwehrhaus, was wir kriegen. Und das ist für die Feuerwehr Götzis die richtige Größe, damit dass man in der Zukunft auch dementsprechend Einsätze fahren kann und Übungen durchführen kann. Und in dem Haus fühlen sich die Leute natürlich dementsprechend wohl und können natürlich dementsprechend agieren. Vom Feuerwehrhaus aus ging es danach mit dem Umzug direkt ins Festzelt. Nicht nur, dass die Feuerwehr an diesem Wochenende ihr neues Haus in Empfang nehmen durfte, nein, gleichzeitig feierte die Organisation noch ihr 140-jähriges Bestehen. Ja, der Tag heute ist sensationell. Nicht nur für die Feuerwehr, sondern für alle Götzner Bürger. Ein Fest der Superlative, ein Haus, das viel Freude macht und zur Sicherheit für die Bevölkerung gebaut wurde. Es wurde sehr viel Arbeit investiert. Die Höhepunkte waren, wo kommt das Feuerwehrhaus hin, welcher Stammplatz ist für uns in Ordnung, wann wird gebaut, wie wird gebaut. Das waren Sachen, die haben für uns monatelange Vorarbeiten gebracht. Im Festzelt wurde den Gästen auch einiges geboten. An allen drei Tagen spielten unterschiedliche Musikgruppen und neben einer Weinstube und einer Bar gab es zudem noch eine spezielle Mostbar. Die Besucher zeigten sich vom neuen Feuerwehrhaus beeindruckt und freuten sich zudem über das gelungene Fest. Ja, die Feuerwehr im Allgemeinen ist natürlich für die Bevölkerung da, für Notsituationen. Und wenn natürlich eine Gemeinde in die Feuerwehr investiert, so wie Götzis hier das neue Feuerwehrhaus, ist das natürlich sehr gut investiert. Und ich glaube, dass es die Feuerwehrkameraden aus Götzis auch verdient haben, ein so funktionales Feuerwehrhaus zu bekommen. Am Fest selber, muss ich sagen, gefällt mir besonders die Organisation. So eine Organisation habe ich noch nirgends erleben dürfen. Perfekt von A bis Z, ausgezeichnet. Ich bin im dritten Feuerwehrhaus genauso, also wie der Geehrte, dreimal in einem Feuerwehrhaus eingezogen. Und ich bin der Sponsor von der Gastgeschenke, vom Schnaps.
Ich bin auch der Mosterzeuger von der Mostschenke da. Und, naja, ich komme aus in der Materie mit Mostschnaps und Feuerwehr, kenne mich also ein bisschen zum. Alles in allem also eine mehr als gelungene Veranstaltung, die die Götzner Feuerwehr an diesen drei Tagen den Besuchern aus nah und fern bot.